Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Also das ist ja mal beeindruckend hier, dieses riesige Modell. Eine neue Pyramide. Das ist alles, was ihm dazu einfällt. Was haben wir da? Oh. Ein Schlitz. Gehört wohl zu einem Mechanismus. Oh. Okay. Ein Schlitz. Gehört wohl zu einem Mechanismus. Ach, da. Schaut mal. Ein Dolch wird reingesteckt und dann öffnet sich wahrscheinlich die Pyramide. Wow, was ist das denn für ein Monster? Cool. Huch. Achso, das sind Lichter draußen. Das sah ja so seltsam eben aus. Da. Offensichtlich für einen Dolch. Maya-Zeit, glaube ich. Ich brauche einen Dolch für den Mechanismus. Genau. So sieht's mal aus. Was haben wir hier denn sonst noch so? Maya-Dolch schmieden. Ach, ich schmiede mal eben Maya-Dolch. Ist kein Problem. Mach ich mal eben so nebenbei. Alle diese Skulpturen ähneln sich in einem bestimmten Detail. Ach ja? Welchen denn? Das wird er uns sicherlich gleich verraten. Marley kennt sich mit Mechanik offensichtlich sehr gut aus. Oh. Er ist begabt, ja. Er hat ja auch einige Statuen hergestellt. Hier scheint nichts weiter zu sein. Hier auch nicht. Oh nein, sag bloß, ich muss den ganzen weiten Weg zurücklaufen, um diesen Dolch zu schmieden. Ach so, das ist ja jetzt hier. Na dann ist ja okay. Aber wie wollen wir den denn einfach so schmieden? Wir müssen herausfinden, was Marley in seinem Büro versteckt. Tatsächlich, hier an der Feuerstelle. Hä? Ach, ach je. Bam, bam, bam. Man, er ist aber auch vielseitig begabt, ne? Muss man da an der Stelle einfach mal so sagen. Da ziehe ich den Hut vor ihm. Ein wunderschöner Dolch. Haben wir mal ebenso hergestellt. Ja, also wenn der nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Hast dir so eine Mühe gegeben, Holmes? So. Eine Maya-Pyramide. Okay, jetzt aber. Cool. Oh, geil, noch ein Raum, ein Geheimraum dahinter. Maya-Dolch schmieden abgeschlossen, sehr schön. Ah, da sind auch diese Umatukan, ich habe den Namen vergessen. Noch eine Statue von Tekun Umann? Genau, Tekun Umann, das sind die Symbole. Ah, hier sind auch diese Uhren, von denen er gesprochen hatte, dass die doch sehr filigran gearbeitet sind, Marley sehr hochwertig. Also einen mechanischen Globus. Dieser Globus ist hohl. Es müsste möglich sein, ihn zu öffnen. Ah, wahrscheinlich geht das jetzt erst, weil er jetzt kapiert hat, dass der hohl ist und man da rankommen kann. Hm, zu. Das ist auch meist der Sinn eines... Fest verschlossen. Eines solchen Safes. Oh, oh, Moment. Hm, zu. Aha, da ist aber auch wieder ein Ausrufezeichen. Marley hat diese Uhren wegen der Einzelteile zerlegt. Hm, warum will er die Einzelteile? Das erinnert mich ein bisschen an Hugo Cabré. Er bewegt sich. Aber da fehlt ein Teil des Mechanismus. Vorsicht, Watson. Hä? Außer sie wollen von Tekun Umann aufgespießt werden. Also war es gar nicht jemand, der sich verkleidet hat? Sondern es war tatsächlich eine mechanische Statue. Wow. Stellen Sie den Mechanismus des Automaten wieder her, indem Sie alle Zahnräder über alle drei Ebenen hinweg miteinander verbinden. Ach du Schande. Okay. Ich denke, erstmal muss eins in der Nähe des ersten. Aber wie ist das gemeint mit über alle drei? Ach, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja krass. Tatsächlich, über alle drei Ebenen. Okay, das passt da gar nicht hin. Das passt hier hin, aber es ist halt zu tief. Und diese Kette ist wahrscheinlich... um dann zwei Dinger zu verbinden auf verschiedenen Ebenen? Nee, wahrscheinlich auf gleichen Ebenen, die sich aber nicht berühren. Genau. Okay. Ach du Schande, das kann jetzt ein Weilchen dauern, möchte ich mal meinen. Also das passt da ja nicht hin, das habe ich jetzt schon gemerkt. Das passt aber hier hin.
Aber das große Problem ist ja dann eher dieses hier. Und, Moment, kann ich das aber... Ich kann die übereinander machen. Die sind dann jetzt auf einer Ebene. Und dann kann ich die theoretisch miteinander verbinden, oder? Ah. Aber es ist halt die falsche Ebene. Ah, Moment. Nee. Hier ist ja auch noch gar nicht hoch genug, oder? Momentchen mal. Wenn ich das aber da drauf packe... Und das jetzt da drauf... Genau, dann dreht sich das. Dann nehme ich die Kette nochmal weg. Oh, das muss aber ja... noch höher sein. Das reicht doch gar nicht, oder? Wenn ich das jetzt da drauf packe und dann... Das dahin, dann geht das doch nicht, oder? Die Kette passt hier nicht. Genau, da passt es, aber da nicht. Okay, so bringt das ja nichts. Okay. Hier haben wir aber tatsächlich nur... Das muss aber doch dahin, oder? Es muss ja auf der untersten Ebene das hier aktiviert sein. Hier können wir auch nichts anderes machen. Was war hier jetzt noch gewesen? Da muss das ja auch bis oben rankommen. Aber wir bräuchten nicht zwingend ein großes. Aber gut, bei den anderen passt das große nicht. Von daher... Oh, es passt doch. Okay. Aber macht das einen großen Unterschied? Also wenn ich das jetzt nochmal wegtue... Nee, das muss da aber ja sein. Das ist ja Blödsinn. Das Einzige, was ich machen kann, ist zum Beispiel so eins stattdessen dahin zu tun. Aber das muss doch hierher. Ich probiere nochmal, ob wir vielleicht einfach nur... Ach so, da komme ich aber wieder ja da nicht ran. Hä? Passt. Why? Ich drehe am Rad. Ich verstehe nicht, warum die Kette da nicht passt. Okay, doch, ich verstehe es. Moment. Nochmal so. Nee, das geht ja wieder nicht. Okay, Moment. Das hier. Das da. Jetzt verbinden. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt habe ich's. Oh. Oh. Holmes findet sich ganz cool, dass er das herausgefunden hat. Wir müssen herausfinden, was Marley in seinem Büro versteckt. Ich finde, wir haben jetzt schon einiges herausgefunden. Aber diesen Safe bekommen wir scheinbar noch nicht auf. Okay, gucken wir mal, was wir kombinieren können. Nicht gewusst, Verdächtiger ist klein. War das Leben ruiniert? Bernard Marley stellt Automaten her. Er hat auch die Statue von Tekunuman hergestellt. So, was haben wir denn da? Die Statue von Tekunuman aus dem Club war ein Automat. Es ist nicht möglich, einen Automaten mit solch einem präzisen Bewegungsmechanismus herzustellen. Also eigentlich kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Aber dann wiederum hat das eben ganz schön gepfeffert, der Speer. Hm. Das ist schwierig. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir das hier nehmen. Dann kommt da, dann wird das hier rot. Eine Stadt... Ach so. Das stimmt.
Was hätten wir denn hier dann? Die Person, die Zacharias Greystoke getötet hat, ist körperlich stark genug, um einen kräftigen und genauen Speerwurf durchzuführen. Passt aber irgendwie nicht zu verdächtiger als klein, ne? Könnte auch der Mörder sein. Tja, das ist jetzt echt schwierig. So, aber meint ihr, er ist jetzt endlich in der Lage, mal diesen Globus zu öffnen? Da kommen wir immer noch nicht ran. Zu. Das ist so ärgerlich. Irgendwas müsste hier eigentlich noch sein. Oh, Moment. Zu. Nee, kriegt er nicht auf, ne? Aber gut, kann ja auch noch sein, dass sich noch etwas befindet im Clubhaushalt. Ah, da ist noch was. Okay, oh. Oh Mann. Ach so, ich dachte, den Schlüssel können wir nehmen. Ach so, jetzt. Ah, Bruchstücke, jetzt. Metallgegenstand. Da haben wir wohl den Schlüssel zum Tresor. Da ist er ja gut verwahrt im Schrank. Toll. So macht man das. Jetzt daran drehen. Und jetzt das da. Oh. Das ist massives Gold. Es ist ein Vermögen wert. Cool. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Ah doch. Oh. Die Statue besteht aus 3 Teilen. Nur der goldene Teil ist original. Den Rest muss Marley rekonstruiert haben. Das haben sie sich aufgeteilt, die Statue halt. Schön durchgeschnitten, jeder hat seinen Anteil bekommen. Ich weiß, dass ich einer der Auserwählten bin. Tekunuman will mich als sein Werkzeug einsetzen. Lieber Gott, beschütze mich, ich will nicht sterben. Das ist eine Seite aus Marleys Tagebuch. Hatte also wirklich Angst. Ein Kartenteil aus Metall. Ah, super. Eines der Teile, die wir brauchen. Dieses Objekt wird wohl mit einem anderen verbunden. Aber eigentlich bräuchten wir halt 3. Es wird bald hell. Die Arbeiter werden demnächst eintreffen. Zeit zu gehen. Okay, das haben wir also abgeschlossen. Aberglaube. Albeits Krankheit? Vielleicht die beiden? Wo ist es? Das da? Auserwählt. Bernard Morley glaubt wirklich, dass er einer der Auserwählten ist und den Willen von Tekunuman und damit den Fluch umsetzen muss. Bernard Morley fürchtet sich vor dem Fluch und versucht sich davor zu schützen. Er kann keiner der Auserwählten sein. Ich würde ja eher das hier denken, dass er Angst hat davor. Hatte ich jedenfalls so den Eindruck. So. Und wo gehen wir dann jetzt hin? Ich würde sagen ins Clubhaus. Ich hoffe, dass dann direkt der nächste Morgen ist. Was haben wir denn da? Finden Sie heraus, was sich wirklich im Tempel abgespielt hat. Achso, das hatten wir ja schon. Hier haben wir die Goldstatue. Sir Charles Zacharias Greystoke und Bernard Marley besitzen oder besaßen je einen Teil einer Goldstatue aus Guatemala aus demselben Jahr, 1881. Marleys Statue wurde in 3 Teile geteilt, sodass vielleicht Sir Charles und Greystoke 2 dieser Teile bekommen haben. Das Miniaturmodell einer Maya-Pyramide aus Albeits Haus können wir verwenden. Und ein Metallstück, auf dem ein Teil einer Karte abgebildet ist. Ah, am nächsten Morgen. Okay, gut. Inzwischen könnten wir uns wirklich mal wieder umziehen, aber egal. So, jetzt bin ich ja mal richtig gespannt auf den Globus. Auf den Globus. Hoffentlich klappt das jetzt, ey. Sonst werde ich sauer. Aber jetzt ergibt das auch Sinn, dass es nicht funktioniert hat, wenn man tatsächlich dieses Kartenstück da möglicherweise einsetzen musste. Da nämlich. Wow. Krass. Hammermechanismus. Hä? Was passiert denn jetzt? Okay, das sah ein bisschen schräg aus, so als würde sein Geist irgendwo hinwandern, der von Holmes.
Okay, das ist jetzt ein bisschen verrückt. Er scheint sich quasi vorzustellen, dass er in diesem Modell drin ist, das ja eine Nachbildung ist des tatsächlichen Tempels. Naja, okay. Das ist wirklich sehr crazy. Mal schauen, ist hier irgendwas zum Untersuchen? Nee, da ist nur eine ziemlich gruselig und imposant ausschauende Statue hinter den Gittern. Oh, Vorsicht, das sieht gefährlich aus. Aber das ist doch nur eine Vorstellung. Okay, egal. Ich meckere jetzt nicht. Okay, ich trete da mal drauf. Oh, habe ich mich erschreckt, ey. Durch und durch, bis in meine armen Gliedmaßen. Okay, soll das heißen... Ja, was soll das jetzt heißen? Also dieser Blob ist auf jeden Fall sicher. Ach, ich kann nicht in mein Notizbuch. Der Blob ist sicher. Was nicht sicher ist, ist... Was soll denn das darstellen? Eine Spirale? Das Pärchen ist auch sicher. Okay, Pärchen ist sicher. Blob ist sicher. Wow, Vorsicht, Spirale nicht. Blob, Pärchen. Verdammt. Das kenne ich alles hier nicht. Ich muss es wagen und gehe mal zu dem kotzenden Wesen. Hätte ich mir auch denken können, dass das keine gute Idee ist, zum kotzenden Wesen zu gehen. Alles klar, also der Blub, das Pärchen. Pärchen, Pärchen, Pärchen. Blub, blub, blub. Pärchen. X markiert den Weg. X markiert weiterhin den Weg. Oh, okay, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Weg hier gefunden. Verdammt! Oh, eine Sackgasse. Scheiße. Okay. Also. X markiert den Weg. Kommen wir ja nur dahin zurück. Das ist ja jetzt nicht so spannend. Aber das sind auch alles Xer. Und da können wir lang. Ich erschrecke mich immer so, tut mir leid. Nein, ich überspringe das nicht. Ich überspringe es nicht. Die Spirale dürfen wir nicht, ne? Okay. Der Blub, die Zitrone. Auch die Zitrone dürfen wir nicht. Okay. Die Zitrone ist gefährlich. Die 8? Die 8 geht. Die Spirale aber nicht. Der Keks? Der Keks geht auch nicht. Schade. Ich frage mich, ob es aber dafür eigentlich noch eine andere Möglichkeit gibt, außer es einfach nur stumpf auszuprobieren. Der Keks ging nicht, ne? Die 8. Ging die 8? Oh, verdammt, jetzt bin ich aus Versehen darauf gekommen. Oh, Mann. Also. Na. Nini. Die 8. Das schlafende Gesicht. Okay, das schlafende Gesicht geht. Und der Fisch? Der Fisch geht auch. Okay. Der Fisch geht. Der Fisch geht bis hier hinten weiter. Beine. Weiß ich nicht, ob das geht. Ich probiere mal... Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil das sieht ja eigentlich aus wie Pflaster oder so. Okay, aber wir kommen voran. So, die 8. Der Schlafende. Der Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Gruseliger Kopf. Gruseliger Kopf und Schlange. Yay! Wir haben es geschafft, glaube ich. Oh, wehe, hier geht's nicht weiter, ey. Nein! Dieses Spiel will mich verarschen. Okay, Schlange. 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 Gruseliger
Kopf. Ich erkenne nicht ganz, was dort ist. Aber der kotzende Mann geht auf jeden Fall nicht klar. Also von daher... Ach, vielleicht war das der kotzende Mann. Ah, heute ist wirklich die Folge der anstrengenden Rätsel. Ah, Moment. Okay. Mhm. Fischis? Fischi, Fischi, Fischi. Gruseliger Kopf. Schlangen. So. Das ist ja eigentlich auch ein gruseliger Kopf. Aber ich glaube, da drehen wir uns nur im Kreis ungefähr. Okay, da komme ich aber beides nicht vorbei. Was ist denn hiermit? Oh, ich glaube, da eins früher. Das müsste gehen. Fisch. Moment, nicht da. Hier entlang. Ja, Vorsicht. Hier, das müsste gehen, oder? Ja. Oh, Vorsicht. Gruseliger Kopf. Ja, also ich hoffe, dass es geht. Oh, Mann. Ätzend, ätzend, ätzend. Ach, kann das sein, dass das... Ach, hier durfte man doch lang. Okay, mein Fehler. Dann schneide ich zumindest den Part weg, wo ich so dumm war und dachte, dass ich da nicht drauf treten kann, obwohl wir da schon mal drauf getreten waren auf einem anderen Feld. Oh, okay. Okay, es hat lang genug gedauert, aber wir haben es geschafft. Letztendlich. So, hier ist auch nichts weiter. Und was haben wir denn hier hinten? Noch ein Gang und wahrscheinlich gleich noch ein Rätsel. Welch Freude. Oh, das wird interessant. Mir wäre es schon lieber gewesen, wenn es realistisch basiert gewesen wäre und nicht an diesem anderen Ort hier jetzt. Ach du Schande. Na, das sieht ja verheißungsvoll aus. Jetzt mache ich aber erstmal einen Cut, weil ich schon sehr lange aufnehme. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes The Devil's Daughter wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.